Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ghost of Tsushima. In der letzten Folge haben wir Taka, den Bruder von... Ach du Kacke, wie hieß sie nochmal? Yuna, genau. Ich glaube, Taka war der Name. Den Schmied halt befreit. Hier aus dieser Insel hier unten. Das Gebiet müssen wir noch befreien. Ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann bestimmt. Ja. Und dann haben wir noch eine Quest gemacht und zwar... Na, das wollte ich nicht. Ich wollte hier machen. Sorry. Haben wir eine Legende verfolgt, und zwar von einem verfluchten Bogen. Der war dann am Ende hier, den haben wir jetzt auch im Inventar. Diesen Langbogen hier. Und ja, jetzt haben wir einen neuen Bogen. Jetzt möchte ich mich zu dem Dorf teleportieren. Weil dort etwas ist. Kann vielleicht sein, dass da eine Geschichte erzählt wird. Oder ist es der Legendenerzähler, oder? Hey, warum ist das der Legendenerzähler? Muss ich den jedes Mal neu erkunden? Ich glaube nämlich schon. Ich glaube, ich muss die Rüstungs... den... Das ist hier drüben, oder? Weil wenn ja, dann verschwinden die Legendenerzähler andauernd, oder? Ich glaube, der war ja hier. Ja, dann sind es tatsächlich immer die Legendenerzähler. Heißt es, wenn ich jedes Mal das Game ausmache, dass dann neu sie verschwinden? Ah, soll ich mir was wissen? Na, ich möchte die hier. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Ja, ich weiß schon. Die möchte ich aber verbessern, weil mit der können wir unsere Karte leichter aufdecken. Aber was machen wir denn jetzt? Offene Rechnungen. Oh! Das machen wir. Ich glaube, jetzt befreien wir die Bucht. Bin mir allerdings nicht sicher. Das soll auf jeden Fall eine Nebenquest zu sein, die mit der Bucht zu tun hat. Gehen wir einfach mal hier hin. So. Ja. Okay, perfekt. Sag mal hier. Hä? Ich spüre was. Ja, tatsächlich hier. Hier, wir brauchen noch eine, dann können wir ein neues Lied lernen, richtig? Ja. Aber sonst ist hier nichts. Heißt es, diese Zirpen sind tatsächlich immer an Friedhöfen zu finden? Ich kann echt mit dem Pferd runterspringen. Und ich begebe mich tatsächlich hier hin. So viele Wachen, wir haben keine Chance. Wir müssen etwas tun. Mein Herr, wir gehen zur Asamo-Bucht. Helft uns im Kampf. Deswegen bin ich hier. Mit einem Kampf werdet ihr alle dort drin gefährden. Die Mongolen hungern unsere Ältesten aus und schlagen sie als Strafe für einen entflohenen Gefangenen. Eure Ältesten hatten nichts damit zu tun. Wo werden sie festgehalten? Eine ist beim Schrein, die anderen beiden wahrscheinlich in den Häusern. Wie wolltet ihr da reinkommen? Die Tore sind fest verriegelt. Beim Haupttor ist eine Öffnung im Zaun. Dort haben wir uns als Kinder rausgeschlichen. So kann ich hineinschleichen. Bleibe ungesehen, bis ich alle Tore geöffnet habe. Danke, mein Herr. Offene Rechnung. Befreien wir jetzt das Dorf oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Weil bis jetzt hört es sich nur an, als müssten wir Leute... Als befreien wir jetzt nur die Alten. Das soll wahrscheinlich gerade einfach nur zur Stimmung hinführen, dass es gerade gewittert, oder? Ich kann? Herausfordern? Echt jetzt? Wieso kann ich die herausfordern? Lass dich nicht in euer Hosen nach!
Okay, perfekt. Perfekt. Kommt der. Perfekt. Einfach downen. Kann ich die immer wieder herausfordern? Bürger weint. Ich warne dich. Kein Fisch, kein Essen. Wir nichts essen. Du nichts essen. Wir müssen essen. Los, fuck. Kritischer Schlag, perfekt. Gut. Alter, das ist so das Übel. Ich weiß, das war wahrscheinlich ein Fehler. Okay. So. Aber unsere Waffe ist auch stärker, so ist nicht. Down mit dir? Nein, das wollte ich nicht. Das hier wollte ich. Down mit dir? Aber wie beobachte ich bitte den Anführer? Das habe ich noch nicht rausgefunden. Oder das wurde bestimmt mal erklärt, aber ich habe es vergessen. Down. Servus, hi. Komm her. Tja, diese Waffen fliegen hier rum, das ist extrem krank. Hier ran? Oben vielleicht? Oben vielleicht. Oben. Hä, bin ich blöd? Hier. Emutaro und seine Familie im Feuer des Sonnenuntergangs verbrannt. Genzo zu den Schiffen gebracht. Hago für das Stehlen von Essen lebendig verbrannt. Shinosuke beim Baumfallen zusammengebrochen. Momiji vor der Stunde des Hundes verschwunden. Klein ein Auge verschwunden. Ich habe eine Sandale beim Haus des Krötenhändlers gefunden. Okay. Wir müssen da oben jemanden befreien. Ach, rennen wir einfach drauf los. Da ist jemand zu befreien, da drüben. Moment. Ich habe euch nichts getan. So, Kumpel. Perfekto. Ich muss auf der anderen Seite rein. Oder hier? Kann ich nicht. Zeig, wie man japanischen Stahl macht. Oder fällt ihr Kopf an mongolisches Schwert. Gott, Alter, gut, dass ich schnell genug war. Alter, wenn unser Onkel uns sehen würde, was wir jetzt hier machen, der würde uns wahrscheinlich, weiß ich nicht, verspotten. Bro, warum bleibst du vor dem Ding stehen? Hä?
redet ihr da? Irgendwo hier in der Nähe ist doch einer. Hä, bin ich blöd? Irgendwo hier war doch ein Gefangener. Ach, da. Da oben drin, sagt mir das doch jemand. So. Bitte, holt mich hier raus. Perfekto. Bereit. Einer von drei. Ihr seid jetzt sicher. Ich war sicher, sie würden mich umbringen. Sie haben bereits einen Schmied getötet. Nein, er ist entkommen. Werdet ihr auch. Aber bleibt fürs Erste hier. Okay, dieses Dorf sehen wir vielleicht eine aufgebaute Version wieder, wenn wir es befreit haben, oder nicht? So. Servus, Kumpel. Also, ich mache gerade ein Attentat nach dem anderen. So, da ist ein Tor. Hier drüben ist noch einer. Also hätten wir mehr Entschlossenheitsdinger, dann wäre das echt geil. Und dann können wir hier echt extrem viel Entschlossenheit farmen. Ich muss beim nächsten Verbessern vielleicht schauen, dass ich weiter gucken, Feinde erkennen kann. Attentat für dich. Ja, ist das Tor geöffnet. Chiharu, hä? Unterwerft euch den Mongolen. Ich kann Schumargur uspoin. Wer uns trotzt, wird bestraft. So, der ist down. So, hier raus mit euch. Ihr seid jetzt frei. Ihr seid hier sicher, bis eure Peiniger tot sind. Danke, mein Herr. Okay, ich kann jetzt die Rüstung verbessern. Mache ich danach. Über uns ist es also. Da haben wir die Aufzeichnungen. Ich bin Taro, Tag und Nacht zu laufen. Also Bruder. Ich bat Taro, Tag und Nacht zu laufen, damit diese Nachricht dich erreicht. Flieh, solange du noch kannst. Komodo liegt in Asche. Die Mauern der Asamo-Bucht werden die Angreifer nicht aufhalten können. Sie sind nicht wie die Piraten oder Banditen von einst. Sie sind schlimmer. Sie haben mächtige Waffen, die Feuer vom Himmel regnen lassen. Gegen so etwas sind wir machtlos. Fliehen das Vorgebirge im Norden. Servus. Einer weniger. Erster ist down. Zweiter ist down. Pariere, besiege 20 Gegner mit einem Gegenangriff nach einer perfekten Parade. Okay. Bald seid ihr frei. Haben wir das geschafft? Seid ihr das Oberhaupt? Ja. Die Mongolen drohten, meine Leute zu töten, wenn ich ihre Herrschaft nicht anerkenne. Ich wollte gerade nachgeben. Das war sehr stark von euch. Bleibt versteckt, bis die Luft rein ist. Die Mongolen halten Kunumi, unsere Heilerin, nahe dem Schrein fest. Sie wird sich niemals unterwerfen. Ich fürchte um ihr Leben. Das wissen wir. Das wurde uns schon gesagt, dass sie am Schrein ist. Wo müssen wir hin? Da drüben war noch irgendwo ein
Da hinten ist noch einer. Da sind zwei. Kümmern wir uns um den da drüben erst. Hier komme ich nicht hoch. Bürger weint. Du wirst faul. Ich trete dich. Du, arbeite. Sonst ich trete nochmal. Komme ich irgendwo raus? Neues Fischernetz. Holger, Hedden und Klager. Du fängst Fisch. Wir gut zu dir. Sarah Berry. Pizza Kranz Handi. Ein Gütschbisch. Oi, und auch gibt's eine Harte. Martin. Wenn du bist, Jay. Und du, Fuchs. Martin, lauf an. Siebste Game. Scheiße, das war dumm. Komm her. Kümmern wir uns um die Kleinen, also dich erst. Komm. Down. Gut. Komm. Bro, what the fuck war das denn gerade? Wieso kann ich die noch nicht abwehren? Anführer getötet. Perfekt. Ey, wir müssen tatsächlich danach nur noch einen so einen Stützpunkt machen. Dann können wir die neue Kampfhaltung freischalten. So, Kunai, Kunai, Vorräte, Vorräte. Aber wir machen erst die Rüstung, verbessern wir erst... Mann, Deutsch wieder richtig am Start. Wir verbessern erst die Rüstung. Und dann kümmern wir uns um. Und dann kümmern wir uns erst. So, doch mit dir. Gut, komm her. Ah, scheiß drauf. Gut. Perfekt. Jetzt noch einen Anführer töten. Aber ich mich wundere, dass ich bis jetzt noch nicht gestorben bin, ne? So, was droppst du? Vorräte. Gut, perfekt. Dann mit dir. Easy. So. Zwei, wo ist Nummer drei? Aufzeichnung 8. Otoke, sagt eurem Mann, die Mongolen sind nicht so, wie wir befürchtet hatten. Nachdem wir sie in die Stadt ließen, richteten sie uns auf und fragten, was wir ihnen bieten können. Aber es ging ihnen nicht um Essen oder Kleidung. Sie wollten unsere Fähigkeiten. Waffen- und Rüstungsschmiede sowie Tischler werden gut behandelt. Sogar Gerber. Ich war überrascht, wie aufrichtig ihre Güte zu sein schien. Aber wer keine nennenswertigen Fähigkeiten vorzuweisen hatte, war nicht mehr wert als ein Hund. Nein, das stimmt so nicht ganz. Ihre eigenen Hunde behandeln sie besser. Ihr habt Glück, dass Genzo Steinmetz ist. Sorgt dafür, dass die Invasoren das wissen. Warum die Tür durchnehmen, wenn man hier ein Loch hat? Hä? Game. Ah, da oben wird sie festgehalten. Oh, Alter, war das geil. Heile unsere Kranken. Da haben sie gut gehabt.
Der Typ hinter ihr checkt's nicht, gell? Komm. Down. Nein, es ist nicht sicher. Hä? Ach, der da unten noch. Ach, da ist noch einer. Gut, war's das jetzt? Ich denke, oder? Herr, befreit mich bitte. Perfekt. Stillhalten. Geschafft. Jetzt müssen wir nur noch das letzte Tor aufmachen. Seid ihr verletzt? Mir geht es gut. Sie wollten, dass ich ihre Kranken heile. Und ihr weigertet euch. Bleibt hier. Ich kümmere mich um den Rest. Niemand ist wirklich frei, bis ihr neuer Kriegsherr... Hier bin ich! Er hat das Haus des Oberhaupts übernommen. So. Irgendwo hier hinten. Warum war hier so ein Zeichen? Hä? Gut. Komm her. Gut. So, wo ist das letzte Tor und die letzten Gefangenen? Irgendwo muss es doch sein. Ich verstehe es nicht. Wo zum Geil sind die ganzen Sachen? Das Tor da vorne, muss ich das aufmachen? Ja, muss ich. Also bin ich tatsächlich am ersten aufzumachen, Tor, was ich aufmachen muss, vorbeigelaufen. Egal. Dann müssen wir nur noch die letzten befreien. So, irgendwo hier. 70, 60, 50, 40, 30. Wo sind denn die? Dass ich die nicht gesehen habe bis jetzt, wundert mich ja, ne? 90, 80. 70, 60, 60, 50. Da. Da sind sie und dann haben wir das Dorf befreit. Okay, perfekt. Ist es nicht sicher. Lauft. Suche den Mongolen, Anführer. Habe ich die nicht alle schon umgelegt? Samurai! Ihr habt meine Leute gefoltert. Unterwerft euch den Mongolen und euer Volk wird nicht leiden. Ihr seid feige und verlogen. Ihr habt nichts als den Tod verdient. Ich bekomme nichts als deinen Kopf. Nachdem kriegen wir eine neue... Kampfhaltung. Gut. Komm. Komm hier. Gut. Back. Komm.
Komm, hier. Ah ja, wegen der Verteidigung. Kumpel, was machst du da gerade? Ja, perfekt. Eine neue Kampfhaltung gelernt. So gefällt mir es doch. Sehr effektiv gegen Speere und Äxte. Interessant. Effektiv gegen Barbaren. Achso, das sind die. Okay. Schwere Angriffe fügen zusätzlichen Taumelschaden zu. Okay. Perfekt. Ne, wir bleiben bei der. Hisse das Banner des Dorfes. Okay, perfekt. Sie bauen wieder langsam das Dorf auf. Okay. Perfekt. Haben wir doch was Gutes gemacht jetzt. Das heißt, hier kriegen wir wahrscheinlich wieder einen Bambusstamm. Ja. Na komm, dafür gibt's echt nicht mehr. Für die Legende? Egal. Sie sind, die Krieger verbrannt haben. Lebendig. Vor aller Augen. Okay. Dann würde ich jetzt eigentlich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gucken wir uns das Dorf einmal an und gehen dann weiter und machen weitere Nebenaufgaben. Ciao. Oh ja. Gladius.